Krieg in Gaza. Frankreich will weitere 700 Tonnen Hilfsgüter entsenden. Schwerpunkt Diamanten. 12. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Frankreich hat angekündigt, dass es 700 Tonnen Hilfsgüter nach Gaza senden werde. Die Lage der Menschen in Gaza ist nach wie vor dramatisch. Die Männer, Frauen und Kinder haben kaum Zugang zu Wasser und Lebensmitteln. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, Israel begehe ein Kriegsverbrechen, da es den Hunger der Zivilbevölkerung als Kriegstaktik einsetze. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat mehr humanitäre Hilfe von Seiten Israels gefordert. Gleichzeitig versicherte er, dass die USA Israel bei seiner militärischen Offensive gegen die Hamas weiterhin unterstützen werde. Der Vertreter der US-Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, bedauerte den beunruhigenden Mangel an Einsicht bei den israelischen Operationen in Gaza und forderte erneut eine humanitäre Waffenruhe. Die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen steigt weiter an. Die von der Hamas geführten palästinensischen Behörden melden mehr als 19.000 Tote. Die Zahl der Verwundeten liegt bei über 52.000. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Zivilisten oder Kämpfer handelt. Laut palästinensischen Behörden ist die Lage in den Krankenhäusern im südlichen Gazastreifen katastrophal. Es mangele an Personal, Material und Medikamenten. Im Süden der Ukraine ist bei neuen russischen Drohnenangriffen ein Mann getötet worden. Ukrainischen Angaben zufolge stürzte am Sonntag eine abgeschossene Drohne auf ein Haus und explodierte. Ein Bewohner kam ums Leben. Die ukrainische Flugabwehr meldete den Abschuss von insgesamt 20 russischen Drohnen und einer Rakete. Im Gegenzug beschießt die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf auch immer wieder russisches Staatsgebiet. So meldete das Verteidigungsministerium in Moskau den Abschuss von 35 ukrainischen Drohnen. In seiner ersten Wahlkampfrede vor der Präsidentenwahl im März 2024 kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin an, Russland zu einem souveränen und unabhängigen Staat machen zu wollen. Putin hatte Anfang Dezember seine Kandidatur für eine 5. Amtszeit als Präsident bekannt gegeben. Unterdessen gab es in Polen eine Kundgebung für die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener. Auf Plakaten waren Botschaften zu lesen wie »Helft den Helden der Ukraine« und »Ukrainische Kinder sehnen sich nach Weihnachten ohne Krieg«. Organisiert wurden die Demonstrationen von Ukrainerinnen und Ukrainern in Polen, unterstützt durch polnische Aktivisten. Die Europäische Union hat ein 12. Paket von Sanktionen gegen Russland beschlossen, fast 2 Jahre nach Beginn der Invasion in der Ukraine. Eine der wichtigsten Bestimmungen ist das Verbot russischer Diamanten, die in Russland abgebaut und verarbeitet werden, sowie russischer Diamanten, die zur Weiterverarbeitung in andere Länder gelangen. Dies steht im Einklang mit einer Vereinbarung der G7. I don't think anyone believes that this particular sanction is going to be the one that really swings the war in a particular direction. It's just a question now of keeping adding small bits of additional pressure, which may have a limited economic impact, with the hope that it has a long-term impact on the ability of the Russian economy to grow and to technologically transform. What the 12 package does show is that it is still possible to get consensus amongst the EU27 on sanctions, and that shouldn't be underestimated. To do this on 12 separate occasions is no easy thing when we're talking about something that requires complete consensus in order for a package to move forward. However, it's certainly not going to get any easier now. Many member states have really conflicting views on the role of sanctions that it should play in this war. And
it's going to be much more difficult in future to get harmonization and to get agreement. Russische Aluminiumprodukte werden ebenfalls mit Sanktionen belegt und ein Verbot von Software, die Russlands Kapazitäten im Industriesektor einschränken soll, ist ebenfalls vorgesehen. Außerdem werden Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt, darunter auch nicht-russische Unternehmen, die im Verdacht stehen, dem Kreml dabei zu helfen, an in der EU hergestellte, hochentwickelte Waren zu gelangen. Mit Traktoren, Kuhglocken und Plakaten haben mehrere tausend Bauern aus ganz Deutschland in Berlin gegen die geplante Kürzung von Subventionen demonstriert. Ein Aus für Regelungen zu Agrardiesel und für die Kfz-Steuerbefreiung ist aus ihrer Sicht eine Kampfansage. Ja, das ist eine Katastrophe, weil bei den Betrieben, zum Beispiel bei Kleinbetrieben, gehen pro Betrieb ca. schon mal 5.000 Euro raus. Und 5.000 Euro, die sie ja mehr bezahlen müssen am Ende. Und das tut schon weh. Und gerade bei der jetzigen Ertragslage, die wir haben, plus diesen zusätzlich hohen Kosten, die wir die letzten Jahre, die Kostensteigerung, die wir die letzten Jahre mitmachen mussten, ist das schon sehr katastrophal, ja. Bisher können sich Landwirte die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen. Das will die Bundesregierung abschaffen, um ihr Haushaltsloch zu schließen. Die Konsequenz ist, nicht nur für uns, sondern für die kompletten Verbraucher, die Lebensmittel werden teurer. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir äußerte Verständnis für den Unmut und stellte weitere Beratungen in der Regierung in Aussicht. Der Sieg der serbischen Fortschrittspartei von Präsident Vucic bei den Parlamentswahlen in Serbien wird überschattet von Betrugsvorwürfen. Die geschlagene liberale proeuropäische Opposition beklagt Einschüchterungen der Medien und Bürgerrechtler sowie unfaire Wahlbedingungen. Die Beobachter der internationalen Organisationen konnten eine systematische Wahlmanipulation durch die Regierung nicht bestätigen. Dennoch scheinen sie den Klagen der Opposition zuzustimmen. To tilt the playing field is a cause for concern and could potentially impact the outcome. And I think we have been very clear in our report about that there was not really a playing field. Die Beobachter bestätigen auch andere Manipulationen im Vorfeld der Wahlen, die von der Opposition bereits am Sonntagabend angeprangert wurden. So they say they have witnessed irregularities such as stuffing of ballot boxes, great crowds, group voting and also problems with the secrecy of voting. What they also mention is the massive coming of people from outside of Belgrade to vote in Belgrade, people who are not from Belgrade or from Serbia as well. Der Abschlussbericht der OSZE wird in 2 Monaten veröffentlicht. Einen Einfluss auf das Wahlergebnis könnten sie nur bei den Kommunalwahlen in Belgrad gehabt haben. In Belgrad kam es am Montagabend zu Protesten der Opposition. Tausende gingen auf die Straßen. Sie sangen laut Diebe. Für sie ist die Sache klar. Die Wahlen wurden manipuliert. Die Europäische Union untersucht die soziale Plattform X wegen möglicher Rechtsverstöße. Es ist das erste Mal, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste einleitet. Dieses Gesetz wurde verabschiedet, um einen sichereren digitalen Raum zu schaffen, in dem die Grundrechte der Nutzer geschützt sind und um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu schaffen. The opening of proceedings means that the Commission will now investigate X's systems and policies related to certain suspected infringements. It does not to judge the outcome of the investigation. Die Entscheidung wurde von Thierry Breton, dem für den Binnenmarkt zuständigen Kommissar, in den sozialen Medien selbst bekannt gegeben. Bei der Untersuchung wird geprüft, ob X, früher bekannt als Twitter, nicht genug getan hat, um die Verbreitung illegaler Inhalte einzudämmen und ob die Maßnahmen zur Bekämpfung der Informationsmanipulation wirksam waren. Die EU wird auch untersuchen, ob X transparent genug war. Die EU-Kommission hat bereits Elon Musk, den Eigentümer von X, aufgefordert, mehr gegen Hassreden, Fehlinformationen und gewalttätige terroristische Inhalte zu unternehmen.
Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 sind mehr als 100.000 ukrainische Flüchtlinge nach Irland gegangen. Auch wenn der damalige Ministerpräsident das nicht so gesehen hat, es gibt ein Problem mit der Versorgung. The length and breadth of this country is of a great warmth, and communities are working with the Ukrainian community to make them feel welcome. Die irische Regierung will jetzt die Sozialhilfe von 220 Euro auf nur noch 38,80 Euro pro Woche kürzen, um Menschen davon abzuhalten, nach Irland zu kommen. Ireland has taken 100,000 Ukrainian refugees so far. 75,000 of those have been given state-provided accommodation, and the system really is at full capacity. But they've come to the acceptance that they can no longer continue to give the same level of entitlements. Sorgen bereitet der irischen Regierung die große Zahl ukrainischer Flüchtlinge, die in anderen EU-Staaten internationalen Schutz suchen, dann aber nach Irland kommen, wo die Sozialleistungen großzügiger sind. Künftig will Irland nur noch für 90 Tage eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Danach müssen sich die Personen, die internationalen Schutz suchen, selbst um eine Unterkunft kümmern. Kein Mitglied der irischen Regierung wollte dazu Stellung nehmen. Where will these people go, predominantly women and children, if at the end of 90 days they don't have necessarily work because they don't have English or they have childcare? And how can they find accommodation in a private rented market here in Ireland, which is extremely under pressure anyway? Ireland has always been a popular destination for people seeking international protection. However, with a scarcity of accommodation making some political parties very unpopular, the government has decided that enough is enough. From next month, the signs are that if people from Ukraine are seeking international protection in Ireland, they just may have to go elsewhere. This is Ken Murray for Euronews in Dublin.